Ihr habt mich komplett penetriert, nicht nur im Stream, sondern auch bei Instagram kriege ich wirklich täglich Nachrichten. Heute auch zwei, drei Nachrichten bekommen. Reagier auf Sam Sulek. Ich kannte ihn bis dato überhaupt gar nicht, noch nie was von gehört. Ihr habt es euch gewünscht, ich habe jetzt ein Video hier rausgepickt. Das Video ist 2 Wochen alt, weil ich habe mal extra was geguckt, wo man seine Form sieht. Und jetzt schauen wir. Sam Sulek, Spring Bulk Day 180 Chest. Let's go, Friends. In a fucking ton of liquids with electrolytes. Ganz kurz, wie alt ist er? I think you know his answer. Right, of course he wasn't. For me, as long as I got fucking fluid. Also, der sieht schon im Shirt brutal aus, Nacken, Schulter, Digga. Fluids in my body, and I've had some, now, you know, scoop of Silo 9, got some electrolytes in there. But I mean, really, any kind of electrolytes, you know, you've seen people do the salt in the pre-workout, shit like that, right? When you're hydrated with all your fucking potassium, magnesium, all sorts of whatever shit, sodium, I just don't get fucking headaches, man. And I tell you what, I've had headaches before, and it only happens when I drink like, you know, shit for water, no electrolytes. So I think that it's a pretty simple fix. And I mean, in some instances. Also, Freunde, ESN Elektrolyte Pro, Rabattcode William, ihr wisst. Was? Er ist 21? This is, dude, a headache will seriously fuck you up in a lift. For me, the last one that I remember having, it was a chest day. No, no, what am I saying? It was a leg day. And I was squatting, dude. The fucking bottom of every rep felt like my head was about to fucking explode. Ich weiß jetzt aber, was ihr wisst, was ihr meint damit. Mit ähnelt Rich Piana. Allein schon von der Redensart und Weise, ne, wie er die Wörter betont. Ich stelle mir gerade vor, wie das Rich in seiner Stimme aussprechen würde. Das ist genau sein Talk, Alter. If only I were responsible lifter that day and, you know, drank my goddamn jug full of, you know. Oh, mit dieses goddamn und so weiter, das hat Rich auch immer wieder benutzt, diese Wortwahl. Freaking water and electrolytes. Freaking water. Richtiger Rich Piana, Digga. But enough of that. Let's get back to the pump at hand. So, yeah, a little fucking weak today. I'm not exactly. Komm, zieh aus jetzt, Junge. Certain why. Oh. Yeah. But, weak or not. Oh, my God. Der ist so was von swollen, Digga. Still fucking pumped out of my freaking mind. So, I'm perfectly satisfied with that lift. You know, aber Freunde, ich schwör's euch, der Kollege, ne, der ist wirklich zu geballert bis oben hin. Safe, safe. Also der fährt kein Kindergartensteak. Das ist, da ist schon viel drin, das sieht man schon an der Optik. Da wird wirklich, wirklich hoch dosiert. Nicht gering dosiert, hoch dosiert. Das ist ein Hochdosierer. Ein richtiger Hochdosierer. If it's a day where you're feeling on it and you're fucking extra strong, or, I mean, honestly, I didn't feel any different than usual. Sag mal Beine, Kollege, komm. I was just a little fucking weaker, right? But I still fucking did my sets hard. I didn't let it mess with my mind, right? I just accepted it as fact, you know? There's, this is a little bit of an idea that I like sort of thinking about. There's a difference between like being realistic with yourself and being unnecessarily hard on yourself, right? It's let's say you're kind of a new guy to the gym. Ja, man, das lese ich gerade. Oh, am Video, der ist gerade im Aufbau, ne? Und das wird wild. Weiß einer, wie viel er aktuell wiegt? Or perhaps you're a guy who used to go to the gym a lot. Sorry, Freunde, dass ich so unvorbereitet bin. Ich habe gerade einfach ein Video rausgesucht. Ja, ich sehe ihn zum ersten Mal, deswegen ich weiß weder, wie alt er ist, was er wiegt, wie lange er trainiert und, was seine Ziele sind, nichts. Also wir werden auf jeden Fall dem auf dem Bildschirm beibehalten für den Stream, wenn uns den Kollegen öfter reinziehen. Then you took a couple years off or something, you're trying to get back into it. And you're like, oh fuck, dude. Everybody's so much fucking bigger than me. I'm, oh jeez. Let's say you're dieting. Oh man, I'm fucking, I don't have my abs anymore, right? Typisches Struggle von einem Bodybuilder, ne? The enlightened lifter is going to look at himself and think, all right, got a bit extra excess body fat on me. It's been a while since I've trained, or I haven't trained at all yet. So, of course, I'm wegen HGH brauchst du keine Dextrose im Shake. Wenn dann eher, wenn der Insulin drin hat.
Er hat gesagt, Test, Primo, NPP, HGH und Dianabol. Hat er das im Podcast gesagt bei Fuad? Falls ja, dann ist das. Das ist ein ordentlicher Stick. Ja. Da fängt man an, dann richtig zu wachsen. Aber Freunde, wir distanzieren uns natürlich davon. Ne? Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Gonna be fucking weaker than, you know, some of the people in the gym next to me. But if I stick to it, then guess what? Progress is gonna come, you know? The guy who can understand the fact that lifting, tracking his macros, whatever, like sticking to that program is gonna give him results. He's not going to be discouraged by the fact that he's not where he wants to be. If anything, that's going to make him more motivated, right? But it's kind of a downward spiral of beating yourself up. Because in your mind, it's almost like you're, you know, adding to the... Aber auch geiler Talk von ihm, ne? So Mindset, Motivation, so ein paar Deep Talks, finde ich gut. Mal Abwechslung. Machst du aktuell noch einen Vierer-Split? Nein, aktuell, bin ich ehrlich, seit 4, 5 Wochen... Meine Ernährung ist Kernschrott seit 4, 5 Wochen. Ich habe meine Form verhauen und ich trainiere auch Freestyle, weil ich einfach diesen Polen-Roadtrip hatte, 2 Wochen lang. Davor war meine Mutter in Polen. Ich habe viel Zeit mit meiner Familie verbracht. Deswegen ab Montag geht es wieder los, wenn ich zurück bin, zu Hause in meiner Routine. Ich war jetzt 3 Monate in Polen. Die erste Hälfte des Aufenthalts war top, 100%. Danach viel Party gemacht, viel unterwegs gewesen. Viel leckeres Zeug gegessen. Dieses Wochenende bin ich noch in Berlin. Ich lasse es mir gut gehen. Und ab Montag geht es los. Und ja, ihr könnt gespannt sein. Ich werde nächste Woche einiges berichten, Freunde, wie es Wettkampf- und Bodybuilding-mäßig bei mir weitergeht. Ja? Da könnt ihr euch warm anziehen. Let's say the hypothetical opposition against you, right? Like if you're laying at home, you don't necessarily have the motivation. You don't want to think to yourself, oh, I want to lay home just, I want to stay at home just because I'm lazy, right? You might want to say some shit like, ah, geez, I'm so fucking tired. Oh, I can't do it. You can. Du musst nur wollen. It's like, oh, it's like in your mind, you're sort of creating a scenario in which you just can't fucking make progress. Ooh, I don't know if that was a completely cohesive thought, but. Well, der täuscht die ganze Zeit an, dass er die Hose runterzieht, aber der macht's irgendwie nicht. You know, whatever. Er macht's richtig spannend. Right. Just because you're not where you want to be doesn't mean that the work that you're putting in isn't going to give you progress. Okay, ich hab mal geskippt. Er zieht die Hose überhaupt nicht runter. Vinaldo A86, danke dir, mein Lieber, fürs Abo. And if you got a little bit of a roadblock, injury, fucking lifestyle, like you got to do shit or work, whatever, right? If you can work around it, you're going to come out way stronger than the guy who fucking got to coast through all his workouts. But enough of that. Enough of this talk. Let's just admire the pump. Endlich. So, jetzt geht's los. Weil ich will mal sehen, wie der aussieht, wenn der flext, ne? Und das ist so ein Typ, guck mal, der verändert sich nicht viel, wenn der anspannt. Beispielsweise ich oder ein Johnny Münster. Wenn der normal steht, sieht er nach nichts aus. Ich auch. Sobald wir flexen, anderer Mensch. Und bei ihm, der ist so swollen, der ist so prall, selbst wenn er normal steht, sieht das alles angespannt aus. Aber da ist der Nachteil, wenn du flexst, passiert nicht viel, weil du schon vorher brutal bist. Aber ich finde das besser, so wie es bei ihm ist. Monkey D. Ruffy 82, danke dir fürs Abo, Mann. Der Typ ist 21. Guck, da tut sich nicht viel. Die Arme sind fast gleich. Boah. Heißt jetzt nicht, dass der schlecht ist. Der Typ ist brutal. Einfach Babygesicht, ne? Der hat nur einfach so ein richtiges Kindergesicht. Schöne Vakuum auch.
Not a ton of poses for chest, in all honesty. Side chest, most muscular, lat spread. Just standing here, they're looking pretty fucking pumped. Stark. Also, Rücken wird er nicht zeigen. Wir werden Sam Sulek auf jeden Fall weiter beibehalten im nächsten Stream am Montag. Ich schaue mir bis dahin, gucke ich mal, was es für Videos von ihm gibt. Und dann suche ich mal ein geiles Trainingsvideo rein. Dann gucken wir auch mal vielleicht in seine Trainingsroutine rein oder seine Ernährung und so weiter, wie das ausschaut. Ist wirklich sehr, sehr interessant. Also für 21 ein brutaler Typ, Alter. Sehr brutal. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei ASN.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen. .com ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr. Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.